Die erste Drohne, die mit ionisiertem Treibstoff läuft, meine lieben Freunde. Der absolute Wahnsinn. Die Batterien sind von gestern. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory in der Version 1.0, meine lieben Freunde. Stehe ich hier vor der Fixex-Zentrale, beziehungsweise eigentlich sogar vor der Rückseite der Fixex-Zentrale, unsere Location, wo wir den ionisierten Treibstoff produzieren. Und es wird jetzt langsam aber sicher mal Zeit, dass wir die Drohnen, die hier gerade so frech vorbeifliegen einfach, dass wir die mal versorgen mit einem neuen Treibstoff, nämlich genau mit diesem ionisierten Treibstoff. Da möchte ich gerne mal jetzt ein bisschen mehr Gas geben im wahrsten Sinne des Wortes, damit die Drohnen ein bisschen schneller sind. Denn wenn die Drohnen schneller sind, können die nämlich auch pro Minute mehr transportieren, weil natürlich schnellere Drohnen, die in derselben Zeit eine Strecke schneller zurücklegen können, haben natürlich in dem Sinne auch eine höhere Transportkapazität. Und das ist natürlich eine feine Sache, das können wir mal in Angriff nehmen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Suchtis Factory reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Bär-Nachrichten aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst, denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Suchtis Factory, sondern auch zu anderen Projekten, unter anderem jetzt auch Frostpunk 2. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das härteste Aufbauspiel aller Zeiten. Aufbau-Survival an der Stelle. Und der Nachfolger zu Frostpunk, genau. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Ich habe einen Tipp bekommen. Und zwar habe ich den Tipp bekommen. Anlagen, die Schnecken verarbeiten zu Shards, da soll man den Summer's Loop reinstecken. Denn man kriegt dann nämlich den doppelten Output aus derselben Menge Schnecken. Weil diese Summer's Loops verdoppeln ja den Output. Brauchen dazu natürlich auch mehr Energie. Aber das verdoppelt halt den Output und so kriege ich halt mehr Shards raus. Und das ist natürlich für den Moment super. Wir produzieren die Shards jetzt zwar schon. Also wir haben ja die andere alternative Produktionslinie, die mit dunkler Materiekristalle funktioniert im Quantenkodierer. Aber das hier ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um den Output nochmal zu verdoppeln. Und natürlich kann ich dabei auch übertakten, glaube ich. Aber müsste ich jetzt noch übertakten und könnte dann noch mehr rausholen? Eigentlich ja schon, oder? Weil dann wird ja die Übertaktung auch nochmal verdoppelt, theoretisch. Also ja, ich hoffe, das habe ich richtig verstanden. Wenn ich das nicht richtig verstanden haben sollte, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich glaube, jetzt erhöhe ich nur die Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt übertakte, erhöhe ich nur die Geschwindigkeit. Das ist nämlich auch der Unterschied. Also das macht, glaube ich, keinen Sinn, was ich gerade mache. Genau, Folgendes muss man beachten. Wenn man die Dinger hier einsetzt, den Ausgangsmultiplikator, dann wird der Output verdoppelt. Wenn ich übertakte, wird die Geschwindigkeit verdoppelt quasi. Also dann wird das, was pro Minute produziert wird, quasi einfach nur erhöht. Das ist immer ein bisschen frickelig. So, jetzt schiebe ich mal hier die Schnecken rein. Wir haben ja jetzt überall die Summer Loops eingesetzt. Und jetzt müsste da eine ordentliche Menge rauskommen. Also insbesondere natürlich auch bei den violetten Schnecken. Alter, das sind ja pro Schnecke 25. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon ganz schön viel. Du musst nicht übertakten, wird gerade geschrieben. Ja, ja. Ich habe es auch gerade noch, ist mir auch gerade noch eingefallen, dass das ja eigentlich dann keinen Sinn mehr macht. Aber da müsste jetzt richtig was rauskommen, ey. Da müsste jetzt richtig was zustande kommen. Ich meine, wir haben ja hier noch, oh, wir haben gar keine mehr, siehst du? Wie viel Treibstoff ist denn noch am Start? Aber da ist eigentlich noch genug am Start erstmal. Ich habe ja hier so einen kleinen Pufferbehälter aufgebaut. Genau, aber wie dem auch sei, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir zum einen natürlich Behälter bekommen, Flüssigkeitsbehälter, weil wir müssen ja den Treibstoff auch dann abfüllen können, ne? Und das habe ich momentan noch nicht. Ich habe momentan mir nur Flüssigkeitsbehälter gekauft am Shop, im Awesome Shop, und ziehe mir dann immer hier die Stacks rein und mache die dann hier über meinen Cloud-Speicher. Ja, ziehe ich mir die dann immer hier rein und lasse das dann weiter abfüllen. Das ist bisher so meine Strategie gewesen, weil ich die Dinger jetzt noch nicht produziert habe. Jetzt müssen wir mal schnell gucken, wie produzieren wir denn diese
diese Flüssigkeitsbehälter, was brauchen wir denn dafür? Machen wir den im Constructor zufällig? Ja, leerer Flüssigkeitsbehälter, okay, das braucht Aluminium. Okay, na, das ist natürlich wieder so eine Sache. Da müssen wir natürlich dann mal schauen. Wir haben ja hier direkt nebenan passenderweise die Aluminiumfabrik. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir, wir haben ja da neulich erst so ein bisschen zumindest den Output gesteigert, glaube ich. Oder beziehungsweise auf jeden Fall den Output stabilisiert haben wir. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob da etwaige Überschüsse entstehen an Aluminium, die sich vielleicht dann aufstauen oder so. Hier kommen ja die Lüfter raus, hier kommen die Aluminium-Frames kommen da raus. Und hier hinten wird Aluminium reingefüllt, um die Frames produzieren zu können. Ja, hier haben wir einen Überschuss. Das ist natürlich hervorragend. So, da können wir doch einfach mal sagen, wir machen jetzt hier drin einfach mal diese Flüssigkeitsbehälter. Das ist doch mal schon eine feine Sache. Das heißt, wir machen hier mal weg und hier mal weg. Und die Stütze machen wir auch mal weg. Oma weg machen wir die. Und dann machen wir hier mal einen Splitter und den machen wir so, dass er hier in einer Linie ist. Und wir machen ihn so, dass er hier mit in einer Linie ist. Genau. Und dann stapeln wir den mal so ein bisschen. Genau. Und dann frickeln wir uns das Band hinten rein. So. Und dann frickeln wir uns das einfach mal wieder da rein. So, jetzt haben wir da schon mal eine Abzweigung jetzt. Ja, das sieht jetzt hier ein kleines bisschen blöd aus, weil jetzt hier noch die Frames oben drüber gehen, ist jetzt egal. Wir machen einen Lift und bauen uns dann mal ganz schnell mal eine Anlage irgendwie mal hier so hin. Mal auf die Schnelle macht man das jetzt. Da braucht man ja nicht viele. Wir müssen mal gucken, wie viele da pro Minute jetzt überhaupt rauskommen. Wenn wir das machen. Also wenn wir das produzieren, kriegen wir 60 pro Minute. Ja, das ist doch schon mal ganz nice eigentlich. Kann ja schon mal hier die Aluminium-Dinger mal reinmachen. 60 pro Minute und übertakten können wir ja tendenziell dann auch. Also wäre das ja gar nicht so ein Problem eigentlich. So, mach mal hier ditte und hau das mal da dran. Ist das eigentlich fürs Licht? Ja, das ist die Stromleitung fürs Licht. Warte mal, vielleicht hauen wir das mal nicht ans Licht dran, weil das Licht hat nämlich eine niedrigere Prio bei den Schaltungen als die für die Anlagen, die Stromleitungen. Die Anlagenstromleitungen sind nämlich hier unter der Foundation, sehe ich gerade. Das sollten wir ein bisschen berücksichtigen, diese Trennung. Weil sonst kann es nämlich sein, bei einer Strommangellage könnte es sein, dass sonst die Anlagen, die am Licht mit dranhängen, abgeschaltet werden, weil das Licht eine niedrigere Prio hat. Logischerweise bei einem Stromausfall oder bei einem Strommangel. Da wird zuerst das Licht abgeschaltet und dann, wenn die an da Anlagen mit an dem Netz dranhängen, dann werden die mit abgeschaltet. Das ist blöd. So, da kommt es. Flüssigkeitstanks, hervorragend. Und dann lotsen wir die jetzt mal hoch zur SpaceX-Zentrale, würde ich sagen. Dann haben wir schon mal die Möglichkeit, das abzufüllen, das Zeug. Und abgefüllt werden muss es nämlich. Denn die Drohnenports haben ja keine Flüssigkeitsanschlüsse. Das heißt, wir können, wenn wir die mit diesem Treibstoff versorgen wollen, können wir keine Rohre verwenden. Also ja, wir können halt Rohre verwenden, um diesen Treibstoff dahin zu bekommen, wo viele Drohnen sind, und dann dort eine Abfüllanlage bauen. Das könnte man machen, ja. Das würde vielleicht die Infrastruktur etwas erleichtern, ja. Weil so müsste man jetzt halt entweder wieder eine Drohne haben, die das hier dann abholt, den abgefüllten Treibstoff, und dann dort wieder verteilt, wo die anderen Drohnen sind. Da müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Jetzt mache ich aber erstmal hier die Abfüllanlage klar, weil dann habe ich nämlich erstmal was für mich auch. Dann kann ich immer schön abzapfen, ohne dass ich hier immer diese Behälter reinlegen muss. Wir nehmen auch gleich mal noch ein bisschen was raus. Genau, jetzt muss ich mal schauen. Wir brauchen die Behälter hier an dieser Stelle. Da machen wir hier mal eine Förderbanddurchführung, nicht wahr? Und dann machen wir mal da ein Lift drauf. Und gucken mal, wie wir uns das holen. Okay, ich sehe schon, wir müssen da nach unten. Sind da rote Lampen? Ah ne, das sind Pflanzen. Ich dachte gerade, da unten wären rote Lampen, die leuchten. Genau, und dann müssen wir uns natürlich die Shards, die müssen wir uns dann natürlich entsprechend hierher holen. Mit Drohnen auch. Also die Energieshards, die wir brauchen, um den ionisierten Treibstoff zu machen. Und wir müssen gucken, ob genug Turbotreibstoff ankommt bei der Rocket Lab-Zentrale. Denn bei Rocket Lab, da wird ja der Treibstoff hergestellt. Letztendlich. Ich glaube, das ist ja direkt gegenüber, oder? Kann das sein? Müsste eigentlich hier direkt nebenan sein, wenn mich nicht alles täuscht. Glaube schon.
Muss ich mal gucken, wie ich hier durch diese Eingeweide durchkomme. Weil hier nebenan ist nämlich noch ein Gleis, da fährt ein Zug noch lang. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, wie wir das anbinden. Ich meine, ich könnte auch gucken, ob ich es hier einfach durch. Warte mal, mach mal hier auf. Mal ganz kurz mal schauen. Wir könnten es auch einfach mal hier oben drüber legen. Dann haben wir mal ein schönes Förderband, was hier einfach mal so oben drüber geht. Ist doch auch mal was Feines. Ist doch dasselbe Raster sein eigentlich normalerweise. Das heißt, wir müssen da aufmachen. Ja, guck mal, da ist, glaube ich, die Anlage da hinten irgendwo. Oder da. Halbwegs auf die Höhe kriegen. Das ist immer leider so ein bisschen ein Gefriemel. Man weiß es halt immer nicht, weil er da auch wieder keine Linie anzeigt. Und ich glaube, es ist auch zu weit weg, davon mal abgesehen. Hä, warum will er das nach unten machen? Ist da ein falscher Eingang? Habe ich falsch gedreht? Warte mal. Muss den Lift nochmal machen. Ah ja, genau. Es ist ein Eingang, es muss aber ein Ausgang sein. Vielleicht ist es besser, wenn ich das mal von der Seite mache, weil dann kann ich vielleicht besser sehen, auf welche. Über kurz oder lang ist das wohl zu lang. Aber jetzt hat, oder? Jetzt hat. Hey, ist die richtige Höhe, wa? Ja, ich hab's hingekriegt. Nicht schlecht. Und das ohne Hilfslinie. Muss man auch mal erstmal hinkriegen. So, dann schauen wir mal, dass wir das mal reinmachen. Es gibt ein alternatives Rezept, bei dem du nur das Vorprodukt brauchst. Ist einfacher und günstiger. Ah ja, genau. Das bringt uns dazu, dass wir, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht mehr geguckt haben. Wie weit jetzt eigentlich. Sag jetzt nicht, ich habe keine verstärkten Platten hier. Nee, habe ich nicht. Okay. Wie weit denn das MEM, die MEM-Analyse ist. Aber warte mal, wir nehmen jetzt erstmal. Machen jetzt erstmal hier das noch fertig. Bevor wir jetzt fünfmal hin und her rennen, machen wir jetzt erstmal das hier noch fertig, dass die Behälter da jetzt erstmal reingehen. So, wir haben jetzt hier schon ganz viele Förderbänder, die hier so rumliegen. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das jetzt hier rüberkriegen. Ich würde es ungern an der Decke anhängen, muss ich sagen. Irgendwie, die Decke möchte ich irgendwie gerne freilassen. Ich würde es dann vielleicht doch eher wieder unter die Anlage machen, wenn denn. Das erscheint mir ein bisschen schöner. Dann lieber von unten das machen. Ja, guck mal, hier ist auch noch voll viel Platz unten drunter. Da könnte man sogar noch einen zweiten Boden einziehen. Wir haben ja jetzt zum Glück keine Entitätenprobleme mehr. Das ist ja vorbei jetzt. Der Wahnsinn mit den Entitäten. Also zumindest so lange, bis ich dann wieder so viel gebaut habe, dass es dann wieder zum Problem wird irgendwann. Irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Warum ist das jetzt in die Richtung? Das ist doch falsch. Moment, das muss doch eigentlich in die andere. Da hat er hier unten, hat er mir den Lift umgedreht. Moment. Ja, das ist nämlich kein Ausgang. Das ist doch eigentlich ein Eingang. Warte mal. Hier hat da irgendwas nicht richtig gemacht. Hier stimmt irgendwas nicht. Da stimmt doch was nicht. Das muss doch ein Eingang sein da oben. Das ist manchmal komisch. Manchmal scheint er das irgendwie in der aktuellen Version nicht so ganz zu raffen mit den Richtungen. Das ist mir schon aufgefallen. Also du machst es richtig, du baust es richtig, aber irgendwie checkt das dann doch nicht. Keine Ahnung, machst es dann doch falsch. Genau, da sind sie, die Behälter. Man kann sie kaum erkennen, weil sie so silbrig sind und sie mit dem Förderband fast schon verschmelzen irgendwie. Aber ja, sie sind da, sie sind drauf. Und die kommen jetzt rein in die Anlage. Sollten sie zumindest. Muss jetzt nochmal gucken, ob sie auch oben auf dem Band drauf sind. Nee, da sind sie nicht drauf. Okay, dann hat er hier wieder den Übergang nicht richtig gemacht. Das ist komisch. Warte mal, dann machen wir mal spaßenshalber das nochmal ganz weg hier. Irgendwie hat er da bei den Übergängen hier echt Probleme mittlerweile, muss ich sagen. Nee, es passt, ist gerade anscheinend. Jetzt kommt es, genau. Da machen wir jetzt einfach die Wand wieder davor. Da ist er irgendwie, wie gesagt, manche von diesen Übergängen bei den Wandhalterungen funktionieren nicht so, wie sie sollten. So, jetzt kommen sie an und jetzt wird abgefüllt und das automatisch. Jetzt muss ich das nicht mehr hier reinmachen. Genau, hervorragend. Ausgezeichnet. So, aber wir haben jetzt natürlich das Problem, wir brauchen immer noch die Shards oben aus dem Lager, wo die auch produziert werden. Das heißt, wir müssen uns da jetzt mal hier einen Drohnenport hinstellen. Und das machen wir jetzt auch. Ich baue den jetzt ein. Ich könnte ihn natürlich in die Anlage reinstellen. Da müsste man aber oben das Dach aufmachen, damit die Drohne auch irgendwie sinnvoll landen kann. Ich meine, gut, man könnte das hier hinten in der Ecke machen vielleicht und oben das Glas wegmachen. Dann wäre das vielleicht ganz cool, weil dann die Drohne ins Gebäude vielleicht auch reinfliegt halt. Also richtig hier drin landet und nicht irgendwo. Und wir könnten ja hier, weil hier ist ja der Boden, geht ja hier noch ein bisschen runter, könnten wir das hier vielleicht tatsächlich auch wegmachen. Und dann so eine Landeplattform in den Boden reinlassen. So ähnlich wie ich es beim Tscherno-AKW gemacht habe. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Können wir auch noch ein kleines bisschen hier zur Wand vielleicht gehen. Ich muss also mal genau gucken, wie die nochmal landen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. So, wenn wir jetzt eine Wandtiefe nach unten gehen, müsste der Drohnenport genau
Der müsste dann genau quasi abschließen mit der Höhe der darüber liegenden Foundation eigentlich. Ja, genau. Dann ist der Boden quasi der Drohnenport. Sieht man jetzt ein bisschen. Hier, genau. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das so machen, dass das Landepad halt über den. Also beim Glas halt ist sozusagen. Ich mach mal hier die ganze Fläche mal voll. Und dann schauen wir mal, wie wir das setzen. Mach das mal da unten hin. Warum macht das jetzt wieder nicht? Also warte, ist ein bisschen schwer zu erkennen immer. Jetzt, ja, so. Drück mal H jetzt, genau. So, jetzt müssen wir aber schauen. Wenn wir jetzt die Drohne landen lassen wollen beim Glas, dann müssen wir idealerweise die Drohne, also diese zwei Halterungen, genau an der Trennlinie von diesen beiden Foundations haben. Weil dann müsste sie eigentlich... Ah, nee, Moment. Die fliegt immer noch ein Stück nach vorne, wenn sie landet. Also das heißt, nee, das muss ein Stück nach hinten tatsächlich. Das muss eher hier hin. Weil die fliegt gerade runter und fliegt dann nochmal ein Stück nach vorne. Also muss es... So muss es sein, genau. Dann müsste es passen. Dann müsste sie hier runterkommen. Müsste hier reinfliegen eigentlich. Genau. Sehr schön. Dann können wir das nämlich hier wegmachen. Und können das hier wieder zumachen. Und dann schließt das hier möglichst exakt ab. Genau. Hier kann man jetzt sogar dann runtergehen tatsächlich. Hat man sogar so einen kleinen Schacht, wo man dann runtergehen kann. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Mit dem Schacht. Ein geiler Schacht. Ein geiler Schachtzug im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt die in Gang setzen. Also das wird jetzt natürlich auch ein Drohnenport, der auch eine Drohne benötigt. Da müssen wir dann eine draufsetzen. Und Spielbär hat natürlich jetzt nicht die Ausrüstung dafür. Muss er mal ganz kurz mal hier einen Minator herstellen. So. Und dann mal die Drohne mal draufsetzen. So. Und Stromo braucht sie auch noch. Müssen wir auch mal dran machen jetzt. So, warte. Da ist der Strom. Ja, dann mach's. Spielbär. Mach's mal lieber schöner. Mach's mal schöner. Mach's mal so. Leg mal für den Elektriker unter uns das mal ein bisschen schöner jetzt. Grüße gehen raus an den Elektriker, der immer sagt, da kriege ich mal ja Anfälle. Wenn wir das verlegen hier. Genau, so. Guck mal, ist erledigt. Und jetzt schreiben wir hier FixX. Wie nennen wir das? Energiefragmente Anfrage. FixX Energiefragmente Anfrage. So, wir verwenden da jetzt mal vorübergehend noch die Batterien. Wir werden aber treibstofftechnisch dann schon den ionisierten Treibstoff hier anschließen, weil der wird ja hinter mir quasi abgefüllt. So, das können wir aber jetzt noch nicht machen, weil jetzt offensichtlich... Also ja, könnten wir schon... Nee, Moment, das können wir eigentlich jetzt schon machen. Moment, Spielbär labert wieder Blödsinn. Weil wir haben doch schon die Abfüllung, die läuft ja auch. Wir müssen nur, wie gesagt, nochmal zur Rocket Lab Zentrale schauen und gucken, ob da auch genug von dem Raketentreibstoff produziert wird, denn der muss ja dann hier zu ionisiertem Treibstoff verarbeitet werden. Das ist ja ganz wichtig. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Also, da müssen wir heute auf jeden Fall nochmal einen Blick hinwerfen. So, dann mach mal hier den Import, genau, und dann mach mal hier... So, mal kurz mal hier jetzt das machen. Das ist hier die Höhe. Okay, hier drunter war, glaube ich, ein Tunnel. Ich mache das hier mal spaßenshalber weg, weil ich glaube, das brauchen wir hier nicht. Genau. Müsste eigentlich so passen. Und dann machen wir den Boden hier mal noch ein bisschen größer. Und mal hier vielleicht auch mal das Bäumchen hier weg. Weil die Bäumchen, die stören dann doch. Die machen meistens immer einem die Hitbox beim Bauen. Stören die einen. Genau. Aus dem Augen, aus dem Sinn, kann ich da nur sagen. Und dann müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich natürlich hier dieses wunderschöne, formschöne Band hier hingemacht. Jetzt kommen gar keine Behälter mehr, sehe ich gerade. Da müssen wir mal schauen, woran das jetzt wieder liegt. Denn eigentlich hatte ich das ja gerade so gemacht, dass das passen müsste. Legen wir es mal hier so drumherum einfach. Und dann hier hinten wieder rein. Was ist da los? Wieso kommen keine Behälter mehr? Was ist da los? Da müssen wir jetzt mal wieder schauen.
Hängen die jetzt wieder fest, weil hier was falsch angeschlossen ist, oder wird das einfach nur nicht produziert? Fragen über Fragen. Hatte ich da jetzt noch einen Anschluss vergessen? Kann sein, dass ich da jetzt noch was vergessen habe. Was ist hier los? Warum kommt jetzt hier gar kein Aluminium mehr? Was ist da denn los? Da war doch gerade eben noch alles voll. Jetzt ist gar nichts mehr da. Was ist da denn los? Ach so, hier fehlt ein Übergang. Ah, ja, ja. Ich sehe es, ich sehe es. Spielbär sieht es. Jetzt, da habe ich wohl... Ja, das ist immer die fiese Falle. Manchmal hat man dann das durch die Wand gezogen und den Durchlass wie eben oben beim Lift halt hinterher erst gesetzt, weil sonst irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Und dann kann es sein, dass man, wenn man das Band löscht, löscht man es eben nicht nur bis zu dem Wanddurchlass, sondern eben bis zum Lift hinten. Und das ist halt dann... Und durch die Scheibe und alles sieht man das halt nicht so gut hier. Naja, jetzt läuft's wieder. Genau, mich schon gewundert. Gut, dass das jetzt hier gesehen wurde, weil sonst, wenn ich das nicht gesehen hätte, dann wäre ich jetzt wieder schön ins Verderben gerannt. Genau, weil dann wären nämlich auch die Kühlkörper wieder nicht produziert. Dann produziert die Gigafactory keine Weltraumliftteile. Und die brauchen wir dann nämlich auch als nächstes, denn einer der nächsten großen Pläne wird nämlich sein, dieses komische Weltraumliftteil neben der nuklearen Pasta zu produzieren. Ganz kurz mal gezeigt, das nennt sich nämlich... biochemischer Modellierer, und da braucht man nämlich nur die Dreiecke, Wasser und dieses komische Montageleitsystem. Und von den Montageleitsystemen produzieren wir 3 pro Minute. Das heißt, wir können da locker einige für verwenden, um mal ein paar von diesen chemischen Modellierern zu produzieren. So, genau, jetzt ist das hier vollgelaufen. Dadurch, dass es jetzt vollgelaufen ist, kann Spielbär jetzt mal hier wieder aufmachen. Ja, da gerade hier mal wieder aufgemacht. Zu, auf, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. So, dann machen wir das jetzt hin. Und da nehmen sie es in den Treibstoffschlott rein. Aber warte mal, bevor wir das da reinmachen, machen wir vielleicht doch gleich nochmal einen Splitter. Es kann nämlich sein, dass wir das eh nochmal verteilen müssen gleich. Weil wir müssen es ja auch noch an einen ausgehenden Drohnenport noch machen. Also, dass das auch ausgeliefert werden kann, das Zeug. Das ist ja ganz wichtig. Wir müssen es ja nicht nur hier verteilen, intern. Wir müssen es ja auch noch extern dann verteilen an die anderen Drohnenports. Deswegen ist es schon schlau, dass wir das jetzt hier nochmal absplittern auch. Genau, so, das passt doch. Hervorragend. Und da kommt er. So, die hat jetzt tatsächlich den Treibstoff. Die erste Drohne, die mit Ion... Moment. Die erste Drohne, die mit ionisiertem Treibstoff läuft, meine lieben Freunde. Der absolute Wahnsinn. Die Batterien sind von gestern. Ionisierter Treibstoff in Drohnen ist der neueste Schrei. So, jetzt müssen wir ihr oben noch das Fenster aufmachen, damit sie nicht durchs Glas durchglitscht die ganze Zeit. Genau. Hervorragend. So, jetzt hat sie da einen schönen Schacht nach oben. Ich meine, gut, man könnte ihr jetzt hier tatsächlich auch direkt einen richtigen Schacht auch hinbauen, theoretisch. Also, dass er wirklich auch in so einem Schacht halt auch senkrecht nach oben fliegt. Das könnte man machen, warte. Vielleicht auch mit Fenstern so, dass man das von außen auch sehen kann. Also von innen außen. Also von außen nach innen. Warte. Drohninnen. Nein, ich habe keine Metallplatten mehr. Ich raste aus. Das ist nicht euer Ernst. Das kann nicht wahr sein. Immer fehlt irgendwas, Mann. Ah. Schreckelig, schreckelig. Warte, warte, warte. Machen wir hier das? Ja, dann machen wir jetzt hier an den Seiten, machen wir jetzt halt Scheiben hin. Was soll der Geiz? Hier, macht mal so eine Scheibe hier. Und so eine Scheibe hier. Kann man mal eine Scheibe abschneiden hier, genau. So, warte. Da muss ich mir jetzt mal schnell noch Platten holen, was halt immer so anfällt. Muss mal wieder was hochladen oder mal endlich. Aber hatte ich nicht eigentlich? Ich hatte doch eigentlich von den Eisenplatten, die habe ich doch schon in dieses Lager reingefriemelt. Oder hatte ich das noch nicht gemacht? Ich, ach, keine Ahnung, ey. Die waren eigentlich gerade, waren die violett unten in der Liste, also beim Bauen. Und das zeigt ja eigentlich normalerweise an, dass die aus dem dimensionalen Lager rauskommen. Da muss ich mal gucken. Ich hatte das, glaube ich, oben gemacht. Da kann sein, dass da die Produktion stillsteht. Müssen wir mal gucken. Ich sehe schon, wie der Bär immer wie ein Vogel von der Scheibe abprallt, wenn er da durchlaufen will. Ja, weil ich da... Ich muss mir echt mal angewöhnen, diese schwarzen Vögel auf die Scheiben zu machen, da, dass ich dann immer sehe, dass da eine Scheibe ist. Und wahrscheinlich laufe ich dann trotzdem noch dagegen. Ach Mensch, hier gibt es ja gar keine Platten, oder? Ah, warte mal, doch, hier gibt es die Platten zumindest schon mal.
Denn die haben mir ja auch gefehlt. Stimmt, ich wollte auch an die Mam gucken, genau. Das machen wir jetzt mal alles. Wir gucken mal an die Mam. Wir holen uns mal vernünftig Metallplatten ab jetzt. Müssen wir alles mal erledigen jetzt. Ist immer was zu tun hier in der 1.0, meine lieben Freunde. Geht einem die Arbeit nicht aus. Geh mal zum Hub-Terminal. Da steht ja eine Mam. Dann gucken wir da jetzt gleich mal rein. Und dann gehen wir noch ins Lager und holen uns noch mal Platten jetzt. So, hier ist die Mam. Und da ist nämlich die Festplatte vom letzten Mal gescannt. Und jetzt haben wir hier, ha, wie der Zufall es so will, haben wir alternative Stahlgussplatten. Okay. Und, oh, was ist das denn? Ausgelaugter Kateriumbarren. Aus Erz und Schwefelsäure oder was? In der Raffinerie gibt es 6 Barren. 36 pro Minute. Das ist eine hohe Rate für Katerium. Ich glaube, wir nehmen das mal. Das ist ja mal eine geile Rate. Okay, dann lass mal gleich noch eine Festplatte scannen. Wenn ihr sagt, da gibt es noch bessere Alternativrezepte für den ionisierten Treibstoff, dann würde ich doch mal sagen, ist das mal jetzt eine Maßnahme, dass wir uns das jetzt mal besorgen, indem wir die Festplatten analysieren, meine lieben Freunde. Machen wir das mal, genau. So, jetzt holen wir mal hier Platten. Platten, Platten, Platten. Und wir können ja eigentlich auch gleich mal welche hochladen, weil anscheinend, warum auch immer, scheint das gerade nicht zu funktionieren irgendwie mit dem Einliefern, mit dem automatischen. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Da habe ich eine Weile Ruhe jetzt. Ist auch mal was Feines. Muss ich mich jetzt nicht drum kümmern immer. Beton wird ja schon automatisch reingefüllt. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Bei dem Platten muss ich mal nochmal gucken, warum das da nicht kommt. Keinen Plan, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Und dann gehen wir hier hoch, da geht es ein bisschen schneller. Manuel wollte einfach mal wieder Dinge hochladen, genau. Ich hab's dir gestern gesagt, Eisenplatten. Gestern? Ja, okay. Ja, kann sein, dass das auch gesagt wurde. Möglich. Das Problem ist, es ist mittlerweile gar nicht mal mehr so leicht, den Überblick zu behalten, was jetzt alles schon automatisch reingefriemelt wurde und was ich selber manuell reingesteckt habe. Das ist teilweise jetzt schon ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass ich das ein oder andere schon automatisch einfüllen lasse, zum Beispiel halt hier die Maskenfilter, Filtermasken. Aber manche Sachen eben auch nicht, ne? Manche Sachen habe ich halt manuell einfach nur einmal reingefüllt und dann leert sich halt der Speicher irgendwann auch wieder. Na egal, so ist das halt. Dann machen wir jetzt mal hier noch einen schönen Frame drumrum. Einen schönen Frame. Dann wird das auch nicht lame. So, und hier könnte man dann direkt... Ah, hier ist eine Lampe oben drüber. Ja gut, da muss ich mal gucken, wie ich das dann löse, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so schön, wenn wir das so machen. Hier machen wir einen Rahmen drumrum, würde ich sagen. Dann ist dann hier der Zugang auch schön abgesetzt. Und hier oben drüber macht man einfach wieder eine Scheibe. So. Und hier machen wir es genauso. Guckt das jetzt eigentlich da oben raus, wenn das jetzt so ist? Warte mal. Wenn ich das jetzt so baue. Oh ja, das guckt oben raus. Und hier drüben wahrscheinlich auch. Ich muss es von oben nach unten bauen, sonst passt das nicht. Deswegen hatte ich da auch schon die Wand da oben hingesetzt. Ah, Vorsicht. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Mach das nochmal weg, bitte. Das ist leider jetzt nicht so passend. Vorsicht, dass wir jetzt nicht die Drohnenport jetzt erwischen. Das wäre jetzt blöd. Ja, ich sehe schon. Da gibt es ein kleines Problem dann hier unten mit der Höhe von dem. Ja. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Müssen wir mal gucken. So, das passt da jetzt natürlich nicht mit der Wand. Kriege ich die eigentlich nach hinten verschoben, wenn ich H drücke? Ja, oder? Müsste ich eigentlich... Ach nee, schade. Da kann man nur bis kurz vor der anderen Wand nach hinten verschieben. Das ist ja auch wieder richtig toll. Na egal, warte, dann mach so. Und dann mach so. Und jetzt müsste es an der richtigen Stelle sein. Die kann da wieder weg. Die ist nämlich auch verkehrt. Die muss hier weg. Ja, das ist manchmal, sind die kleinen Sachen dann doch eine größere Wissenschaft, als man das vielleicht im ersten Moment denken würde. Wissenschaft ist halt immer so eine Sache. Und Spielbär ist ja der Ultrawissenschaftler hier. So. Ich meine, gut, man könnte auch mal diese Fenster mal verwenden, ne? Das ist auch mal eigentlich eine Idee. Machen wir es doch mal so. Ja, warte mal, halt. Mach mal, geben wir mal hier die Einser.
1 Meter und dann machen wir mal hier den 1 Meter da noch zu, wo das Geländer ist, damit das nicht zu sehen ist. Und dann nehmen wir uns mal hier den Spaß und nehmen mal jetzt hier diese Fenster und ziehen die mal nach oben. Die sehen doch cool aus. Die sehen auch viel SpaceX-mäßiger aus eigentlich. Das sind nämlich die neuen. Lass die mal hier an der Seite auch verwenden. Also hier so. Ist irgendwie mal ein bisschen was anderes mal. Und hier würde ich vielleicht... Hier mache ich es auch nochmal ganz anders. Ich will es nochmal ganz anders machen jetzt. Oh nein, Spielbär macht es wieder ganz anders. Warum macht das denn jetzt wieder anders? Er hat doch gerade eben, hat das doch gemacht. Und jetzt macht das wieder anders. Mal will er das eine. Und dann will er wieder dasselbe. Ja, ja. So machen wir das jetzt. Ich will mal die neuen Fenster jetzt verwenden. Man muss auch mal was Neues verwenden. Man kann nicht immer nur das alte verwenden hier. So, warte, jetzt machst du hier am Rand, machst du hier die Metallsäule. Große Metallsäule, genau. Guck mal, die kannst du ja einfach mal jetzt hier so reinschieben. So, dass die hier genau an der Kante ist, genau. Und mach mal Sub und zieh die mal hoch. Na, da haben wir jetzt wieder das gleiche Problem, dass wir auch wieder eigentlich von oben bauen müssen. Warte. Dann mach's halt anders. Ich weiß, wie ich's mach. So, und dann ziehen wir es von oben nach unten. Genau, dann steckt es zwar ein bisschen im Drohnenboard drin, aber egal. Spielbär macht sich wieder mehr Arbeit, als er eigentlich machen müsste, aber so ist es halt. So ist er eben. So macht er das. So. So und dann nach unten. Genau, siehst du, ist es auch genau abschließend mit der Wand. Und dann passt das, genau. Pastas. Pastas sind immer lecker, sage ich euch. Oder wir können es eigentlich auch, warte. Ja, nee, können wir nicht. Spielbär hat gerade wieder kurz laut gedacht. So. Genau. Und dann hier auch wieder. Okay, ich mache mal dieses Licht jetzt mal weg. Das ist nämlich im Weg gerade. Das brauchen wir gerade nicht. Es ist zwar hier ein bisschen dunkler, aber egal. Genau. So, dann haben wir das. Und dann machen wir hier wieder das Fenster hin. Dann müssen wir wieder H drücken und das ein bisschen in die Mitte verschieben. Nach unten ziehen und nach unten ziehen. Und dann haben wir es. Und das machen wir hier jetzt. Ja, das machen wir mal auf einfach. Oh, jetzt soll der Geiz. Dann haben wir hier einen schönen großen Landeschacht für die Drohne. Jetzt müssen wir das noch einfärben. Wir wollen das ja in der SpaceX-Farbe haben. Wir wollen das ja in weiß haben hier. So. Den Drohnenport mache ich jetzt auch einfach weiß und die Drohne auch. Dann können wir die Drohne nämlich auch erkennen. Dann wissen wir, dass es die SpaceX-Drohne ist. So, wunderbar. Guck mal. Nice, nice. So. Mal ein bisschen auch mal hier mit den Farben mal arbeiten jetzt. Sehr schön. Guck mal. Nice. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Haben wir das doch jetzt hingekriegt. Haben wir so einen schönen Landeschacht jetzt für die Drohne. Wunderbar. Man kommt sogar hier noch so ein bisschen an der Seite, kommt man sogar noch rein. So, du hast aber jetzt keinen Auftrag. Und du hast auch eine Masse schon, genau. Energiefragmente Anfrage. Stimmt, so jetzt brauchen wir noch einen Drohnenport für die Energiefragmente. Den müssen wir, die müssen wir ja auch noch anbieten. So, das ist aber einfach, weil da müssen wir jetzt nur hoch zum Weltraumlift. Einen Drohnenport aufbauen. Erstmal gleich gucken, ob ich noch einen bauen kann. Weil sonst wird es nämlich wieder peinlich, wenn Spielbär wieder sein Material nicht dabei hat. Zum Bauen. FixX bitte. Ja, ich sage immer SpaceX. Das liegt halt immer so. Dieser freudsche Versprecher immer. Aber ja, es ist ja die FixX-Zentrale, Mann. Zum Space Elevator, meine lieben Freunde. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn da die Drohne dann startet und landet in der SpaceX-Zentrale. Ah, oh Gott, das wird auch nichts mehr, ne? Spielbär kann gleich hinter die Scheune geführt werden. Das wird nichts mehr mit Spielbär. Unglaublich, unglaublich. Nee, nee, ich meine natürlich, wenn dann da das richtig läuft und so. Da bin ich mal sehr gespannt. Was auch laufen müsste jetzt, fällt mir gerade mal so auf. Die Produktion für den letzten Meilenstein Baupläne MK3. Da müssten wir jetzt eigentlich die Menge von diesen
neuralen Dingern da haben. Und die Mem müsste auch gleich wieder fertig sein eigentlich. Sollte eigentlich, jetzt habe ich ganz schön lange rumgetan mit den Wänden und dem Design da. Könnte sein, dass die Mem auch gleich schon wieder fertig ist mit Analysieren. Auf jeden Fall noch in der Episode wird die fertig. Ha, da ist sie fertig. Was für ein Timing. Das gibt's ja ja nicht. Jetzt kann ich mir auch eine hinstellen. Jetzt habe ich ja das Material dabei. Warte, gucken wir gleich mal nach. Wir haben den Scan abgeschlossen. Oh, Alternativ Quarz. Aha. Alternative Diamanten. Rosa Diamanten. Blutdiamanten, meine lieben Freunde. Aus Kohle und Quarz. Was im Konverter? Okay. Ah, das ist geil, oder? Das ist ein richtig gutes Rezept, glaube ich. 15 pro Minute. Das ist zwar nur, glaube ich, die Hälfte von dem, was ein Teilchenbeschleuniger macht, aber du brauchst anscheinend wesentlich weniger Kohlen dafür. Und das hier ist Quarzläuterung. Ah, was? Da kriegst du dunkle Materie? Nee, gelöster Quarzsand. Oh, guck mal, gelöster Quarzsand. Das ist ja auch interessant. Das ist neu. Moment mal, das ist neu. Das ist nur ein effizienterer Blueprint. Aber das hier ist ja komplett eine neue Komponente. Okay, schalt das mal frei. Gelöster Quarzsand. Da muss ich aber mindestens noch ein weiteres Rezept finden. Weil damit ich habe ja nichts, was ich mit gelösten Quarzsand machen kann momentan. Das wäre ja einfach nur ein Abfallprodukt nebenbei momentan, womit ich nichts machen kann. Da müssen wir mal schauen, dass wir da mal das dazugehörige Blueprint finden oder Rezept, damit wir das dann verarbeiten können auch. Quarzschlamm, ja. So, 100 haben wir. Wir haben die Menge. Wir haben die Menge. Wir haben die Menge. Nice. Geilomat. Aber jetzt gehe ich erstmal noch nicht zurück, weil jetzt müssen wir, wie gesagt, erstmal die Bereitstellung bewerkstelligen für die Energiecharts, meine lieben Freundos. Das heißt, das müssen wir jetzt mal machen. Hier, guck mal, können wir hier noch einen Drohnenport daneben setzen oder wird das zu knapp? Eins, zwei, drei. Naja, der ragt dann da rein in die Struktur. Ich glaube, wie sieht es denn da hinten aus? Wie viele Drohnen hier Spalier stehen? Hatten wir hier nicht eine ausgelassen irgendwie? Supercomputer-Anfrage. Oh ne, die scheint wichtig zu sein. Die ist auch unterwegs, oder? Sollte eigentlich. Hier passt aber noch eine hin. Hier habe ich auch noch Platz gelassen. Ja, ist halt hier genau im Knick dann drin. Aber ja gut, egal. So ist es halt. So ist es eben. Wie das hier jetzt schon zu so einer Art Drohnenbahnhof geworden ist hier. Diese Fassade. Ich meine, man könnte da natürlich jetzt noch unten drunter. Ich meine, wir können ja hier noch das unten hier auch noch ausnutzen. Und das einfach ein Stück nach vorne versetzen dann. Dann bräuchte man auch unten in der Wand diesen Knick nicht mehr machen. Dann könnte man einfach da noch Drohnen so nach vorne verschieben, die dann auch wieder landen können da. Können wir ja machen. Wir werden hier wahrscheinlich noch viel mehr Drohnen landen und starten lassen müssen am Ende. Bin mal gespannt. So, das ist hier immerhin schon mal eine Linie. Das ist doch schon mal wunderprächtig. So, und dann mach doch mal, genau, Drohnenport. Das ist Weltraumliftenergie Fragmente. Angebot. Angebrot, genau. Angebrot. Da brauchen wir jetzt keine Batterien. Ja, gut. Ja, nee, wir machen mal trotzdem sicherheitshalber mal welche. Eigentlich, da soll eigentlich keine Drohne jetzt drauf, sondern das ist ja ein Angebot. Das heißt, da wird nur angeboten und also abgeholt, aber nicht von da wird nicht losgeflogen, quasi, wenn ihr versteht. So ist immer die Mechanik. So habe ich mir das immer logisch aufgeteilt, quasi. So. Wunder, nice. Da ist noch Stromo dran. Und da das jetzt schon Bärenland ist, brauchen wir jetzt eigentlich nur noch die Bärfüllung. Beziehungsweise spielen wir jetzt schon wieder das Förderband da vergessen. Zwischen Drohne und Dings. So. Haben wir gemacht. So, jetzt müssen wir mal hier die. Da kommen die Supercomputer. Die werden also produziert. Ist schon mal gut. Und da werden anscheinend auch alle verbraucht, die da kommen. Hier sind übrigens diese Montagesteuereinheiten gerade drauf. Die wir auch noch brauchen für das Weltraumliftteil dann. So, jetzt muss ich mal schauen. Warte mal, jetzt müssen wir das mal hier abgreifen. Abgreifen müssen wir das. Oh, guck mal, schon halber Container voll. Nicht schlecht.
Das kann sich doch schon mal ordentlich sehen lassen, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir mal nur schauen, dass wir das auch nach unten kriegen. So, da würde ich jetzt mal sagen, wir machen mal hier daneben jetzt. Oder vielleicht sogar, was war hier drin? Hier war noch nichts drin, glaube ich. Machen es vielleicht mal eher hier daneben. Einen Durchlass. Und machen da mal einen Lift hin nach oben. Weil dann ist er nämlich nicht im Weg, wenn wir hier unten langlaufen. Also hier über das Podest langlaufen. Jetzt werden die nämlich hier runtergeleitet. Und ich kann hier trotzdem noch langlaufen. Und jetzt müssen wir von unten das Ganze dann reinfriemeln. Reinfriemeln müssen wir das. Ist jetzt halt genau hier auf der Hälfte hier. Ist natürlich ein bisschen unschön jetzt, finde ich. Aber naja, gut, so ist es halt. Die sind nun mal oben so aufgebaut, dass sie halt da landen. Ist halt jetzt so. So, mach halt mal gerade, genau. Und dann zielt mal schon mal. Es muss ja da hinten hin, oder? Dann können wir es ja an sich auch gleich ja hier so hinziehen, eigentlich. Ah, machen wir es so. Machen wir es so. Ja, so kann man das machen. Ist eh nicht dasselbe Raster hier. Muss man eh ein bisschen improvisieren jetzt. Gut, da haben wir das. So, jetzt wird da das Angebot bereit gestellt. Und eine Sache muss ich gleich nochmal überprüfen, wo wir gerade hier bei den Charts sind. Die dunkle Materie-Überreste, die da bei der Produktion entstehen nebenbei, die laufen natürlich auch nach wie vor immer noch voll. Weil wir da immer noch keine zuverlässige, ja, Entleerung haben dafür. Also ich meine, ja, man sieht das Rohr pulsieren, das mit der dunklen Materie-Überrest, ja. Aber es ist halt trotzdem immer noch zu viel, was da kommt, weil wir immer noch zu viel Überreste produzieren. Und noch nicht genug Kristalle. Also wir brauchen mehr von diesen dunklen Materiekristallen, Punkt 1. Und wir brauchen einen zuverlässigen Abfluss halt hier. Und müssen ab und zu jetzt halt mal immer noch da das löschen einfach. Sonst laufen die... Oh, wobei, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Sie laufen tatsächlich. Die da drüben laufen nicht. Aber das kann auch daran liegen, dass die Überlagerungsoszillatoren vollgelaufen sind. Nee, ich habe nichts gesagt. Hier ist gar nichts drin. Okay. Spielwehr hat gelogen. Dreckig und dreist. Es ist nämlich gar nicht so. Guck mal, das ist nicht drin. Dann scheint das ja zumindest jetzt gerade ganz gut zu funktionieren. Dann können wir das ja ignorieren, was ich gerade gesagt habe. Und einfach zur Tagesordnung übergehen, würde ich sagen. Dann landen wir mal da unten jetzt. So, jetzt kommen ja die Charts da rein. Da müssen wir jetzt zur Fixex-Zentrale und müssen jetzt dann die Drohne starten lassen. Also die muss dann jetzt da hinfliegen und muss das sich dann abholen. Dann schließen wir das an die Raffinerie an. Ja, und dann muss nur noch die Rocket Lab-Zentrale genug Raketentreibstoff produzieren. Das wird dann noch das nächste Ding. Aber der ionisierte Treibstoff müsste jetzt eigentlich kommen. Ja, wenn jetzt nur die Anlagen da oben laufen, die vier, kann es sein, dass das sich genau ausbalanciert. Wenn jetzt die anderen mit den Überlagerungsoszillatoren auch noch mit dazukommen würden, die auf der anderen Seite stehen, die produzieren ja auch noch dunkle Materieüberrest. Dann kann es sein, dass es zu viel wird und dann wird es wahrscheinlich volllaufen, würde ich jetzt mal schätzen. Da müsste man eher dann nochmal schauen, dass man diese dunkle Materie-Überreste nochmal zusätzlich wegbekommt irgendwie. Also dass man sich da irgendwie eine Lösung dafür überlegt. Müssen wir mal schauen, wie gesagt. Es ist alles natürlich noch nicht ausbalanciert und die Mengen werden tendenziell auch nochmal gesteigert werden müssen an den einen oder anderen Stelle. Müssen wir halt gucken, wie gesagt. Müssen wir schauen. So, rein bei FixX und dann ballern wir mal los. Das sieht echt geil aus, muss ich mal sagen, jetzt hier mit diesem Drohnenkäfig. So, dann machen wir das mal. Dieser Landeplatz. Und jetzt muss ich natürlich wieder den neuen finden. Aber der müsste eigentlich... Normalerweise stehen die neuen, glaube ich, immer... Nee, okay, in dem Fall nicht. Also, warte mal. Weltraumlift. Weltraumlift. Batterieanfrage. Energiefragmente Angebot. Genau, da haben wir es. Und jetzt müsste die sich eigentlich auf den Weg machen. Ich will mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn die jetzt mit dem ionisierten Treibstoff fliegt. Weil die müsste jetzt eigentlich schneller sein. Die müsste die Strecke jetzt sehr schnell bewerkstelligen im Vergleich zu anderen drum. Weil es ist jetzt der krasseste Treibstoff überhaupt. Wird jetzt von dieser Drohne verwendet. Und wir sehen, die fliegt gerade so nicht in die Wand rein. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die jetzt abgeht. Naja, ja, ein bisschen schneller. Aber ich hätte jetzt gedacht, das würde ein bisschen deutlicher sichtbar sein, ehrlicherweise. Also ich bin jetzt ein bisschen underwhelmed. Aber ja,
Es ist, glaube ich, doch ein bisschen schneller. Zumindest sollte es effizienter sein. Warte mal, wie war jetzt noch die Mam? Die hat sich jetzt noch gemeldet. Huch, da machen wir mal gleich eine Überprüfung noch. Vielleicht ist das auch wirklich messbar auf langen Strecken dann. Ah, guck mal, das ist, glaube ich, der, oder? Alternativ dunkle Ionentreibstoff. Aus Raketentreibstoff und dunkle Materie. Moment mal, dunkler Ionentreibstoff? Ach so, das ist auch ionisierter Treibstoff mit dunklen Materiekristallen. Das wäre natürlich eine schöne Alternative, wo wir dann. Okay, da braucht man zwar abgepackten Raketentreibstoff, wie es aussieht, aber das könnte man dann im Konverter herstellen mit den dunklen Materiekristallen. Das wäre. Und da kommt dann verdichtete Kohle. Das wäre eine schöne Alternative. Nitro-Raketentreibstoff haben wir hier als Alternative. Treibstoff, also normaler Treibstoff. Der heißt hier irgendwie Treib in der Version. Keine Ahnung warum. Hat einer falsch übersetzt. Stickstoffgas. Schwefel. Ja gut, Schwefel ist halt. Ja, haben wir nicht so viel jetzt in der Welt. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Aber da scheint mehr rauszukommen. Da ist die Produktionsrate größer. Aber ich glaube, ich entscheide mich jetzt erstmal dafür. Gut, dann müssen wir zur Rocket Lab Zentrale und gucken, dass da genug Raketentreibstoff jetzt kommt. Und vielleicht auch mal schauen, ob da so eine alternative Blueprint vielleicht gehen würde. Halt, warte mal, ich kann ja gleich auch mal, wo wir schon da von Schwafeln noch die nächste Festplatte anwerfen eigentlich. Hattest du die Batterien wieder rausgenommen? Oben nicht, nee. Aber ich glaube, wenn die noch Raketentreibstoff, Quatsch, ionisierten Treibstoff geladen hat, macht die sich oben, glaube ich, eh nicht voll. Das würde sie nur machen, wenn jetzt hier kein Treibstoff mehr kommt. Also kein ionisierter. Ich glaube nämlich, wir müssen überprüfen, ob jetzt hier der Turbotreibstoff so weit in ausreichender Menge produziert wird, dass auf jeden Fall alle Brennstoffgeneratoren laufen. Wenn da hier nämlich die Brennstoffgeneratoren nicht laufen sollten, dann haben wir da eh ein Problem. Da müssen wir nämlich gucken, da kommt nämlich nicht genug Turbotreibstoff an, um diese Produktion mit dem Raketentreibstoff zu machen. Da müsste man das vielleicht doch mal irgendwie separieren, dass man den Turbotreibstoff für den Raketentreibstoff separat herstellt. Damit das unabhängig von den Brennstoffgeneratoren ist. Nicht mal schnell gucken. Sind die alle. Oh, hier vorne ist wieder gelb. Das ist nicht gut. Warum ist hier gelb? Ich hatte das doch alles erst vor kurzem nochmal neu eingefriemelt hier. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir eine separate Turbotreibstoffproduktion für den Raketentreibstoff machen, statt den Überschuss zu nehmen, der hier nicht verbrannt wird. Weil sonst haben wir da immer Instabilitäten und es wird immer irgendwie nicht so ganz funktionieren. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao!